Was geht ab, Leute? Ich bin unterwegs. Bin gehypt. So was von gehypt. Denn meine Playsee ist da. Ich hole jetzt meine Playsee ab. Von der Chefin frei bekommen gemacht. Und ja, ein bisschen mit dem Nazi unterwegs. Ich weiß Bescheid, nicht Bescheid. Wie ist das? Wieso, sowieso, aber ist egal. Und ja. Ich gehe die jetzt mal holen. Ich hoffe, die geben dem erst so eine spezielle Verpackung, weil ich habe ein bisschen Paranoia, dass mich die Menschen das klauen, weil ja so viele zu Hause sind oder so viele am Rumgeiern. Aber vielleicht kommt ja morgen der Lockdown. Scheiße, ich muss noch Weihnachtsgeschenke holen und so, aber keine Ahnung, wann. Ach ja, ich habe ganz vergessen, ich trinke kein Red Bull mehr momentan. Ich habe die Hände doch nicht ausgehalten. Das Video sollte demnächst kommen. Ich hoffe schon bald. Ja, Zeit drängt vor Weihnachten immer diesen Stress. Ja. Hauptsache Blaze. So, wir sind zu Hause, also ich bin zu Hause, ich hoffe, ihr auch oder im Zug oder wo auch immer, scheißegal, hauptsächlich ich schaue das Video, ich finde das mega geil, was ich in den letzten Tagen für eine Resonanz bekommen habe, also klar, ich bin noch nicht dort, wo ich will, aber vielen Dank. Gebt jetzt schon mal dem Video einen Daumen nach oben und ich habe es mit einem guten Schmuckstück nach Hause geschafft. Trotz, dass so viele Leute mich angegeiert haben, ist unglaublich, aber ich kann es verstehen. Wirklich daran großes Dankeschön an Digitech, dass ihr mir eine zur Verfügung gestellt habt, nachdem ich am Release-Tag keine erhalten habe, leider. War halt Glückssache dort, aber großes Dankeschön dafür, für die Schweizer Digitech, ihr wisst, bester Lieferant von Sachen, Elektronik-Sachen und noch mehr. Und auch danke an Sony, dass ihr wirklich euer Versprechen gehalten habt, dass ihr nochmals eine Produktion hinbekommen habt, ja, trotz dem ganzen Chaos, ich weiß, es ist wirklich, und auch den Skandalen mit den Bots, die gekauft haben und so weiter. Ich bin halt wirklich überglücklich und ich wollte euch nur zeigen, wie dankbar ich bin, indem ich einfach das Video mache. Und ja, jetzt mal zum Prachtstück. Boah, also, ich muss schon sagen, die Verpackung ist riesig. Also, wirklich mein ganzer Oberkörper groß. Ja, packen wir das schöne Ding doch mal aus. Ich bin nicht so gut mit Klebstreifen aufmachen. Eigentlich überhaupt nicht. So, mit dem Nagel. So, und jetzt verkaufe ich, wie andere Menschen, das hier auf Ricardo, nur den Karton für 800 Franken. Nein, Spaß. Das waren ehrenlose Menschen, die das gemacht haben. So, nach dem Karton kommt nochmal ein Karton, der hier übrigens das PlayStation-Logo hat. So, jetzt muss ich jetzt. Ich muss jetzt so aufstellen. Wie mache ich das jetzt am besten? Ja, eigentlich müsste ich jetzt unten sein, aber. Sollte schon irgendwie gehen. Okay. Hier ist eine Anleitung.
Problem. Hier ist eine Anleitung, wie man das aufmacht. Okay. Ja, das habe ich gemacht. Dann so. So, so. Dann hier wieder. Hier wieder was rausziehen. Okay. Hier ist was drin. Ich glaube, ich mache zuerst mal das hier auf. So, das ist das Stromkabel. Ein zweiphasiges Stromkabel. Das heißt, die zieht nicht so viel Leistung, wie ich mir gedacht habe. Weil normalerweise muss man drei Phasen haben an einer gewissen Leistung. Oder die Schweizer und die Deutschen haben das nicht. Ich weiß es nicht genau. Und das gute Prachtstück, der DualSense. Heißt der nicht DualSense 5 oder so. Sondern den DualSense. Und der ist das Design, meine Freunde, also wirklich 1A, 100% pure Geilheit steckt hier drin, also wenn man den so in den Händen hat, also das ist Handling. Das ist auch der Grund, warum ich persönlich Sony-Fan bin, weil sie jedes Mal einfach die Controller machen, sie so handlich, wirklich, also er liegt mir wirklich so geil in den Händen, ich kaufe wirklich. Diesmal haben sie es sogar nochmal angepasst, weil früher musste ich immer PS4 mit so zocken. Aber jetzt kann man wirklich diese beiden Hände hier so halten und er ist wirklich griffig, wirklich, also boah, einfach nur hammergeil. Oh, ich habe jetzt mal gedrückt, aber der hat Akku. USB Typ C ist auch eine Steigerung, weil ja, eine Erneuerung. Und hier Share und Option, also Tasten ziehen sie uns noch gleich aus. Oh, das L1, R1 und so weiter, das ist in der Mitte jetzt. Mittig, nicht mehr. Also Richtung Mitte. Hier rechts außen und hier, ne, hier links außen, hier rechts außen. Früher war es ja in der Mitte angekerbt, aber jetzt sind es. Auch die Federn, also. Fühlt sich gut an. Einfach die Thumbsticks. Das ist so. Ja, da muss man einfach was drüber tun, wenn man wirklich zum Controller Sorge halten will, Sorge tragen will. Und ja, richtig geiles Stück. Dann hier ein paar Bedienungsanleitungen, brauche ich nicht. Da, die haben sich wirklich was überlegt mit der Verpackung, ey. Krank. Hier das Kabel. Stinknormales USB Typ C Kabel. Oh! Hier ist noch etwas, was ich vorhin noch nie gesehen habe. Nee, oder? Nach was sieht das wohl aus? Sieht das, ist das der Sockel, um die Playsee zu dingen? Oder ist es der Sockel? Das macht keinen Sinn. Das ist nicht logisch. Nee, das wäre nicht logisch. Das muss der Sockel für die Playsee sein. Steht da irgendwo nicht. Made in China. Jetzt geht's. Hier ein HDMI-Kabel. Glaube ich in dieser Form noch nie gesehen. Mit vier Ecken. Sieht eigentlich normal ein HDMI-Kabel aus, ist nicht ein spezielles wegen 4K und so, aber hier steht irgendwas. Cable, bla bla bla, irgendeine Norm, wo ich nicht viel verstehe von dieser Technik. Noch nicht, aber jetzt kommen wir zum Prachtstück, welches das Paket so groß gemacht hat. Und zwar. Wirklich nachhaltiger Schaumstoff, was sie haben Fortschritte gemacht, wirklich, finde ich super. Gut, jetzt wäre sie mir fast.
Die ist ja riesig, das Teil. Die ist ja fast so groß wie die PlayStation 1. Boah. Freunde, das ist PlayStation 5. Die neue Generation, also. Puh. Shish. Shish. Sieht sexy aus. Ist für mich ein bisschen groß. Also wirklich, die sind jetzt ohne Scheiß. Die ist wirklich so groß wie die PlayStation 1. Wer sich daran erinnert, wie. Nee. Die war nicht mal so groß. Auf jeden Fall. Das ist PlayStation 5. Viel Plastik und hier richtig Gewicht drin. Das ist, ob sie irgendwie Steine. Aber die. Ich glaube, die muss nicht so machen. Hier, wenn ich das so richtig sehe, dann ist hier das Gewicht, dass sie stehen kann, so. Jawohl, müsste die nicht hier drauf stehen? Aha, das kann man drehen. Keine Ahnung. Auf jeden Fall ist die Place, ich muss mich da mit dem hier noch befassen, was das genau ist. Da ist eine Schraube. Keine Ahnung, ich mache mich noch schlau, was das ist. Auf jeden Fall nochmal großes Dankeschön, dass ich die Möglichkeit habe, eine Place zu bekommen. Es ist nicht selbstverständlich. Ich hoffe, ihr bekommt auch noch eine fleißig. Schreibt es mal unten in die Kommentare, wer schon eine hat, wer sich eine bestellt hat oder wer eher so der Xbox-Typ ist. Schreibt mir so unten in die Kommentare. Ich mag es von Herzen jedem gönnen. Und wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Peace. Ach, ja. Bevor ich hier wegdrücke. Bewerten und kommentieren nicht vergessen. Lasst ein Like und Abo da, wenn ihr mehr Videos sehen wollt von mir. Ich hole mir nachher noch Cold War. Wird alles installiert. Und dann werdet ihr mal ein Gameplay sehen auf der PlayStation 5. Bis dahin. Peace.